Ja, im neuen Masterstudiengang Trainingswissenschaft und Sporternährung geht es um drei eng miteinander in Verbindung stehende Gegenstandsbereiche, nämlich Training, Leistung und Ernährung. Das Neue an unserem Studiengang ist sicherlich diese Zusammenstellung aus sehr praxisorientierten sportwissenschaftlichen Inhalten und gleichzeitig den dazu passenden ernährungswissenschaftlichen Inhalten. Und damit berücksichtigt der Studiengang in ganz besonderem Maße die Spezifik des Trainerberufs und die Anforderungen der modernen Sportpraxis an Trainerinnen und Trainer. Außerdem haben wir internationale Partner, unter anderem in den USA, wo wir versuchen, dann auch entsprechende Lizenzen unseren Studierenden anbieten zu können. Und das ist sicherlich das Besondere an unserem Studiengang. Grundsätzlich beziehen sich die Inhalte dieses Studiengangs auf sogenannte Pflicht- und Wahlpflichtmodule. In den Pflichtmodulen werden zunächst einmal ganz wichtige, praxisrelevante Aspekte aus Sportanatomie sowie Sport- und Ernährungsphysiologie vermittelt. Und darauf aufbauend erfolgt dann in den Pflichtmodulen die Themenvermittlung in den Bereichen Leistungsdiagnostik und Trainingssteuerung, Ernährungsdiagnostik und Ernährungssteuerung bzw. Ernährungsplanung, Regenerationsmanagement und Trainingsplanung, sportpsychologisches Training, Coaching und Wettkampfsteuerung. Und in den Wahlpflichtmodulen, wie zum Beispiel Sportschäden und Rehabilitation oder Nahrungsergänzungsmittel, können dann nach individuellen Präferenzen und Interessen ganz individuelle Schwerpunkte gesetzt werden. Wir sind an der IST Hochschule ganz glücklich, tolle Expertinnen und Experten gefunden zu haben, die sowohl ihr wissenschaftliches Know-how vermitteln, als auch ihr praxisbezogenes Wissen. Außerdem haben wir den Blended Learning Ansatz. Das bedeutet, wir machen sehr viel online, aber auch Praxisbezug in der Präsenz. Die Zielgruppe des neuen Masterstudiengangs sind Trainerinnen und Trainer sowie Sport- und Ernährungswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sowohl ihre trainings- und ernährungswissenschaftlichen als auch ihre trainings- und ernährungspraktischen Kenntnisse und Fähigkeiten erweitern und vertiefen wollen. Diese Berufsfelder können sowohl im Leistungs- und Spitzensport angesiedelt sein, als auch im beispielsweise Breiten-, Freizeit-, Fitness- und Gesundheitssport. Und das spricht sicherlich für ein Studium bei der IST.